Es ist die pure Idylle auf Gut Weizrut bei Immenhausen. Zumindest dann, wenn auf dem Pferdehof der Familie Sommer nicht gerade Kameraleute, Tonmänner und Regisseure eingezogen sind, um einen großen Kinofilm zu drehen. So wie im Moment Erfolgsfilmemacherin Katja von Garnier, die hier die Fortsetzung ihres Kassenschlagers Ostwind um die rothaarige Pferdefreundin Mika produziert. Nicht umsonst hat sie sich für Gut Weizrut entschieden, handelt es sich doch um ein Anwesen mit Tradition. Dies ist das Gutshaus der Familie Weiz von Eschen. Der damalige Gründer dieses Hauses war der Außenminister des Landgrafen hier in Kassel und hat dieses Haus und diesen Hof als Landsitz gegründet. 1802 wurde das Haus gebaut und gerade dieses Treppenhaus ist mit das größte freitragende Treppenhaus in Holz und Eiche ausgeführt und ist einerseits sehr bescheiden und auf der anderen Seite aber doch von einer schlichten Schönheit. Der Hof wurde von meiner Frau und mir 1978 gepachtet als Hofstelle und dort haben wir dann einen Pferdehof eingerichtet und natürlich auch einen Wohnsitz für unsere Familie. Dass sich sein Hof für die Dreharbeiten in ein riesiges Filmstudio verwandelt hat, stört ihn nicht. Am Set ist er längst Stammgast und weiß genau, was wo geschieht. Dieser Wagen ist speziell hier vorbereitet, auch mit seinem Personal, dass die rotblonden Perücken der Mika für die Doubles und für die Mika selbst immer in gleicher Form sind und hergestellt sind und passend gemacht sind. Ebenfalls auch für die anderen Doubles, die hier mit Perücken entsprechend ausgestattet werden müssen. Und weil die Akteure im Film auch ein Zuhause brauchen, musste Familie Sommer auf einiges verzichten. Also wenn wir jetzt hier ins Haus reinkommen, dann ist hier alles ausgeräumt. Unsere Möbel sind hier nicht mehr vorhanden, sondern was Sie hier sehen, das sind alles Filmmöbel, die jetzt zum Teil schon wieder verpackt werden, auf dem Weg nach Berlin zurück sind. Und unsere Möbel wurden in Immenhausen eingelagert und nach dem Filmdreh werden sie dann wieder hier durch die Crew hier aufgestellt und wieder eingeräumt. Dieses Zimmer ist eigentlich unser Wohnzimmer. Und dieses wurde, das sieht man nachher dann auch im Film, als Schlafzimmer von Mika umgeräumt. Inzwischen sind auch wieder einige der Möbel weg. Aber das sind auch wieder Filmmöbel, die extra hier hergeschafft wurden und hier völlig umgeräumt wurden. Natürlich guckt der Hausherr auch bei den Außendrehs auf seiner Hof- und Reitanlage immer wieder mal vorbei. Hat man doch schließlich nicht alle Tage derart viel Prominenz zu Besuch. Neben Schauspiellegende Cornelia Froboess steht auch der vielgebuchte Thilo Brückner gemeinsam mit Hengst Ostwind vor der Kamera. Den gibt es übrigens nicht nur einmal, wie Pferdeexperte Joachim Sommer weiß. Ja, insgesamt gibt es für Ostwind 5 Doubles. Ein Double zum Beispiel ist dieses Pferd hier, das hier auf dem Paddock steht. Das ist extra aus dem Disney Park in Paris angereist, um bestimmte Szenen hier zu dubeln und wurde für Ostwind passend, dass alle die gleichen Abzeichen haben, eingefärbt. Dieses Pferd hat normalerweise die Farbe, wie genau dieses Pferd hier, ist braun und wurde von einer speziellen Pferdekosmetikerin eingefärbt und als Double eben entsprechend hergerichtet. Keine Frage, dass ein Film mit einem derartigen Aufwand ordentlich was kostet. Der kostet über 4 Millionen. Also der erste war 4,3. Der zweite kostet jetzt schon etwas mehr, 4,6. Also der zweite Teil kostet immer mehr. Das ist einfach so. Alles wird größer, aufwendiger. Man will natürlich auch einen drauflegen. Also der erste Teil war super, aber jetzt muss natürlich noch mehr kommen. Und deshalb kostet es immer ein bisschen mehr, der zweite Teil. 600.000 Euro gibt es von der Hessischen Filmförderung. Eine Produktionsfirma im Gegenzug muss das leisten, dass sie möglichst viele Drehtage in Hessen realisiert, den Regionaleffekt erfüllt, einen Hessen-Effekt erfüllt, da sind wir dabei. Also Sie können sich das so vorstellen, wenn wir etwa 600.000 investieren, müssen mindestens 600.000 am Standort ausgegeben werden. Und bei Ostwind sind wir fast bei der doppelten Summe. Na, das hat sich doch gelohnt. Auch für Katja von Garnier und ihr Team, die sich regelrecht in Gut Weizrut verliebt haben. Wir haben sehr, sehr lange einen Gutshof gesucht, also das war vor dem ersten Teil. Und haben dann begeistert eigentlich diesen wunderschönen Hof gefunden, also mit diesem tollen Fachwerk und den Natursteinen, das ist schon was ganz Besonderes. Und sind dann ganz beglückt eigentlich hierher gekommen und dann war es für mich eigentlich ein Traum hier. Es hat sich dann ergeben, dass es
ging, hier zu wohnen, auch beim ersten Teil, jetzt auch beim zweiten. Und das ist eine ganz besondere Zeit. Das ganze Projekt ist eigentlich ein totaler Traum, von vorne bis hinten. Also sowohl inhaltlich als auch der Prozess. Solche Sachen wie hier wohnen und mit dem Pferd. Und es ist für mich ein Traum, mit den Pferden zu wohnen. Das habe ich jetzt mir noch nicht erfüllen können. Das kommt sicher auch noch. Und für diese Zeit hier ist der Traum auch der dann erfüllt. Das ist natürlich ganz toll. Ist für mich wunderschön. Also meinem Pferd hier morgens von Dreharbeiten kurz Hallo zu sagen. Zu mehr habe ich keine Zeit. Ist wunderschön hier. Und worum geht's in dem Film mit Starbesetzung, der am 14. Mai nächsten Jahres in die Kinos kommt? Ja, diesmal ist eine Liebesgeschichte. Also sowohl zwischen Pferden als auch unserer Hauptdarstellerin. Das war kurz. Ja, mehr verrate ich nicht.